Stefan, jetzt sind wir hier oben auf der Seegrube. Das ging mit der Bahn ganz einfach, also extrem war das nicht. Wo fängt man die Extremsport an? Ja, das ist natürlich dehnbar. Für mich persönlich ist extrem da, wo ich halt dann tatsächlich auch merke, dass das meine Leistungsgrenze ist. Wo ich bewusst ein Unternehmen reingehe, deren Ausgang oder dessen Ausgang auch ungewiss ist, trotz professionellster Planung. Und das ist ja auch der Reiz bei solchen Expeditionen, wie ich sie mache. Unter diesem Aspekt bei Fair Means, wo nicht nur eine Wand im Vordergrund steht, sondern auch die Fragestellung, wie komme ich aus eigener Kraft dahin und wie komme ich da auch wieder zurück, dass man trotz professionellster Planung auch den Ausgang nicht vorhersehen kann. Jetzt haben wir gerade mal kurz über Base Jump gesprochen. Da hast du gesagt, nein, ist nichts für dich. Kannst du noch was erzählen, was du gerade erzählt hast? Das fand ich sehr interessant. Also für mich ist der Base Jump schon sehr reizvoll gewesen früher, also so in meiner Stumm- und Drangzeit, wo man auch dann nicht so sich auseinandersetzt mit dem Risiko, was kann passieren. Dann macht man das einfach, genauso wie die Solo-Kletterei. Dann liebt man dieses Lebensgefühl, diesen Moment, diesen Augenblick und wird sich gar nicht bewusst, in welcher lebensgefährlichen Situation man sich da befindet. Ich meine, wenn man auf die Seilsicherung im Fall eines Sturzes verzichtet, dann wird es russisch Roulette. Ja. Dann bricht ein Griff aus und dann ist man tot. Und beim Basejumpen ist es ein ähnlich großes Risiko. Ich vergleiche das sehr gern mit dem Soloklettern, obwohl ich das Basejumpen in dieser Form noch nicht gemacht habe. Aber der Risikofaktor ist schon enorm hoch. Und wenn man das betreibt, dann muss das eigentlich so die Kernsportart sein. Ja. Ich kenne ein paar Leute, sehr, sehr gute Kletterer, die fasziniert waren vom Basejumpen, die das angefangen haben. Und wirklich nur die, die das primär betreiben, und nichts anderes mehr nebenher machen, auch das Klettern extrem reduzieren, die können das einigermaßen gut kalkulieren, aber selbst die fallen dann auch noch runter. Ja. Jetzt weiß ich nicht, kann sein, dass ich also wenn ich Basejumper sehe, habe ich Panik in den Augen. Ich weiß nicht, hattest du Panik in den Augen, aber meine Frage ist nicht das andere. Du kletterst auf den Berg und bist du schon mal in Panik geraten, wo du sagst, das verdammt nochmal, was mache ich jetzt? Also in Panik geraten bin ich eigentlich nur das ein, zwei Mal, weil aufgrund von Unerfahrenheit. Ich war im Wilden Kaiser unterwegs und wir mussten einen Rückzug machen aus den Pumprissen, weil wir einen Wettersturz kamen und ich habe dann einfach so eine Abseiltechnik verwendet, die mir der Hüttenwirt vom Oberrheintal gezeigt hat. Das ist bloß so ein Schlag gewesen ins Seil rein und dann einfach so ein halber Halbmast auf Knoten, der dann schön sauber läuft, ohne dass das Seil krankt. Und den habe ich da verwendet, das ging relativ überhängend runter und auf einmal hat sich mein Karabiner, der in dieser Gurtschlaufe eingehängt war, hat sich die ganze Gurtschlaufe in die entgegengesetzte Richtung verdreht und das Seil ist dann mehr oder weniger einfach gerade durch den Karabiner durchgelaufen. Das löste bei mir entsprechende Panik aus, weil ich frei in der Luft hing. Ja. Und auf einmal konnte ich bloß noch das Seil in den Händen halten und mich da runterbremsen. Und ich hatte die ganzen Hände offen, bis auf die Knochen verbrannt. Und da hatte ich ganz bewusst Panik. Und was macht man dann? Fängst du an zu singen oder summst? Oder was ist dein Rezept gegen diese Panikattacken, wenn du auf einem Vorsprung geklettert bist oder in dieser Situation? Und das Herz und du eigentlich nicht mehr klar denken kannst. Was ist dein Rezept gegen Panikattacken? Also die andere Panikattacke war ganz klar die, dass ich nach meinem Absturz beim Soloklettern, ich bin aus 10 Meter Höhe runtergefallen, habe mich dabei schwer verletzt. Und ich bin danach, nach diesem Unfall, bin ich irgendwann einmal wieder Jahre später seilfrei auf dem Normalweg die kleine Zinne hochgeklettert mit einem schweren Rucksack, weil wir da oben filmen wollten. Und merkte dann auf einmal, wie mich die Panik übermannte in einer ausgesetzten Stelle. Und sie stieg mehr oder weniger so richtig von den Beinen hoch durch den Körper. Also das war dann tatsächlich so ein Zustand, wenn ich nicht an einen Haken gekommen wäre, in den ich mich einhängen hätte können, dann wäre ich da wahrscheinlich runtergefallen in der Situation. Ja. Weil mich diese Panik so übermannte, das war für mich auch ein unvorstellbares Erlebnis, weil ich das noch nie so in dieser Form erlebt hatte.
dass ich auch völlig damit überfordert war. Gott sei Dank ist mir das nur ein, maximal zweimal passiert, diese zwei Episoden. Und ich komme gar nicht, Gott sei Dank, in die Verlegenheit, mich daran zu gewöhnen und irgendwelche Gegenmaßnahmen zu entwickeln. Also ich habe da irgendwie kein richtiges Rezept. Also wenn ich mich da hätte nicht einhängen können in den Haken, dann wäre es wahrscheinlich vorbei gewesen. Ja, danke, das war's. Bitteschön. Danke sehr. Danke. Ja. Gehst du noch mit? Ich gehe noch mit, ja. Ich wollte mit dir unterhalten. Ah ja, wunderbar.